Ich erzähle euch heute was über den Schaum. Es gibt Schwerschaum und Mittelschaum. Dafür braucht ihr verschiedene Strahlrohre, um das Ganze herzustellen, sag ich mal. Hier haben wir einmal ein Mittelschaumrohr. Das Ganze ist größer. Um Mittelschaum herzustellen, brauchen wir mehr Luft. Deswegen ist hier so eine riesige Luftzufuhr, die kommt dann zu dem Wasser im Schaummittel, was vorher schon zusammengemischt wird. Hier haben wir ein Schwerschaumstrahlrohr. Da haben wir nur hier diese kleinen Löcher, wo Luft hinzugefügt wird, also ist da weniger Luft drin. Dem Schwerschaum kann man deutlich weiter werfen und auch zum Beispiel ein Auto oder so besser löschen als jetzt mit dem vorher genannten Mittelschaum. Der Mittelschaum ist, sag ich mal, fluffiger und man hat eine größere Menge. Das heißt, man kann zum Beispiel einen Keller oder so leichter damit füllen. Das Ganze haben wir hier auch nochmal als hohe Stahlrohre. Das sieht ein bisschen neuer aus und ist auch ein wenig praktischer, weil so könnte man, wenn man vorher das normale Hohlstrahlrohr hat, den Schaumzumischer einfach aufmachen. Hier haben wir wieder diese Luftzufuhren und das Ganze ist hier auch nochmal für Schwerschaum und hier ist es auch deutlich kleiner. Hier haben wir einen sogenannten Zumischer, den schließt man zwischen zwei C-Schläuche hier. Dieser C-Schlauch ist am Verteiler angeschlossen. Hier haben wir den vorher genannten D-Saugschlauch, den macht man hier oben rauf. Diesen D-Saugschlauch steckt man normalerweise hier in das Schaummittel rein und das saugt dann hier das Schaummittel an und mischt das Ganze hier zu dem Wasser dazu. Wir nutzen nachher, wenn wir das ausprobieren, den Übungsschaum. Hier haben wir an dem Zumischer so ein Einstellrad, da kann man einstellen, wie viel Schaum zugemischt werden soll. Hier stehen so Zahlen drauf und hier auf dem Kanister sieht man, wie viel Schaummittel zu dem Wasser hinzugegeben wird in Prozent. Das heißt, zu diesem Schaum müsste man jetzt hier 3% Schaummittel zu dem Wasser geben. Hier auf dem Zumischer sieht man nochmal so einen Pfeil und der zeigt, in welche Richtung das Wasser fließen soll. Und jetzt zeigen wir euch einmal unsere ganzen Schaumrohre in Aktion. Hier haben wir einmal unser altes Schwerschaumrohr. Ich zeige euch jetzt einmal, wie das aussieht, wenn der Schaum da rauskommt. Als nächstes zeigen wir euch einmal unser altes Mittelschaumrohr. Der Schaum, der hier jetzt rauskommen sollte, ist fluffiger und der wirft auch nicht so weit wie der eben. Einmal einen Schwerschaumaufsatz für unser Hohlstrahlrohr und das Ganze sieht so aus. Das Ganze sollte man nicht mit dem Sprühstrahl machen und ich zeige euch jetzt mal warum. Hier haben wir jetzt einmal den Mittelschaumaufsatz für unser Hohlstrahlrohr und das sieht auf Vollstrahl so aus. Im Gegensatz zu dem alten Mittelschaumstrahlrohr hat das hier jetzt weiter geworfen als vorhin. Und jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal auf dem Sprühstrahl.